Servus, liebe Living and Travel Zuschauer. Es ist Bastelstunde und ich möchte einen Max-Fan bei uns einbauen, und zwar im Bad, weil uns doch viele gesagt haben, dass das Ding wirklich was bringt, da wir ja keine Standklimaanlage haben und das wirklich hilft, dieses Auto bewohnbar zu machen im Sommer. Hoffen wir es mal. Im Bad deswegen, weil auch wiederum uns gesagt wurde, direkt über dem Bett hast du dann doch zu viel Luftzug. Das wird dann unangenehm. Also kommt das Ding oder soll ins Bad. Und ist jetzt die Tage gekommen. Ich habe 330 Euro bezahlt dafür. Und habe dann noch, einen Tag später kam dann auch endlich die Dichtungsmasse, die ich mir bestellt habe. Weil ich benutze DK Seal dafür, weil da bin ich sehr, sehr zufrieden mit. Ich hatte das hier für das große Fenster, musste ich ja schon mal austauschen. Das war kaputt und da hatte ich auch DK Seal benutzt und das geht wunderbar. Und das Teil, wie gesagt, ist da. Jetzt habe ich gedacht, ich gucke einfach mal, ob das jetzt da genauso einfach ist mit dem Rahmen, mit der Verdunklung und dem Fliegengitter abmachen wie hier bei dem großen, dass das nur angeklippt ist. Man zieht das ab. Ja, so ist das. Das Ding ist hier. Zieht man wirklich nur ab. Wäre also theoretisch eine Sache von ein paar Sekunden. Gibt es aber ein kleines Problem. Und deswegen ist das Teil auch hier schon ab. Und ich habe es nicht nochmal dran gemacht, um von Anfang an zu zeigen, weil ich bin erst mal froh, dass es ab ist. Und ich hoffe, ich kriege es auch wieder dran. Und warum das so ist, das zeige ich euch jetzt. So. Jetzt zeige ich euch das Problem, von dem ich gesprochen habe. Und zwar, der Rahmen sitzt genau zwischen der Decke und diesem Türrahmen hier. Und das ist diese Ecke. Da hast du keinen Millimeter Platz nach unten. Nix. Ich habe den also rundum gelöst. Und dann hier mit, ja, wie soll ich das sagen, so vorsichtiger Gewalt, also anders ging es nicht. Das Ding hier rausgekriegt, gehofft, dass hier nichts abbricht dabei, ist nicht passiert. Es ging raus, aber also ich habe die Luft angehalten, muss ich sagen. Ich hoffe, ich krieg's wieder rein, ohne was kaputt zu machen. Aber da es jetzt sowieso schon draußen ist, dann können wir auch weitermachen, weil das macht dann jetzt auch keinen Unterschied mehr. Ich mache jetzt weiter, indem ich die Schrauben hier rausmache, hier rundum, und dann den Rahmen nach unten abmache und dann geht's außen weiter. Schon mal ab. Jetzt geht's draußen weiter mit dem Siegel der Dichtung. Jetzt fangen wir mal an, die Dichtung hier raus zu arbeiten. Das wird ein Spaß werden. Laut YouTube kann man den Adapterrahmen drinnen lassen. Das ist auch gut so, wegen den ganzen Zicken hier. Das ist mit Sicherheit schwierig abzudichten. Einfacher als ich dachte. Habe also die Dichtung hier nur hier
durchgeschnitten und den Rest konnte ich so raussehen. Dann machen wir uns mal einen sauber machen. So, jetzt machen wir die Dichtung ab und jetzt machen wir uns ein bisschen einfacher. So, jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Und zwar muss der Einbaurahmen, die Löcher müssen vorgebohrt werden. Da sind 16 Schrauben mit dabei. Et voilà. Vorgesenkt, also es ist schon angegeben, wo sie hin sollen. Die mache ich jetzt hier rein. Dann kommt der Rahmen raus und dann kommt mein gutes Dicasil da drauf. So wollen wir machen. Und das ist, glaube ich, das Problem ist, ich komme da hinten jetzt schlecht dran zu kommen. Ich habe keine Leiter, die hoch genug ist, dass ich bis da hinten hinkomme. Naja, wird schon irgendwie gehen. Ja, wenn ich hier oben bin, dann mache ich gleich noch ein bisschen sauber. Aber ihr müsst euch da nicht so riesen einen abbrechen, weil das Dekasil, wie gesagt, ist kein Kleber, sondern eine Dichtung. Und das ist also jetzt nicht, dass das hier klinisch rein sein muss, damit das klebt. Weil das Dekasil, wie gesagt, ist eine Dichtung. Ich lege jetzt meine Dekasil-Dichtung. Ich mache zwei Stück, eine hier außen, eine innen und natürlich die Schraubenlöcher. Und dann wird das schon dicht sein. Jetzt kommen wir dazu, den Rahmen einzusetzen. Dabei darauf achten, dass die Klammern rechts und links sind und nicht hinten und vorne. All dieweil es sonst ein Problem nachher gibt. Mit unserem Fan. So, dann machen wir unsere Schrauben rein. So, mein Rahmen ist drin. Jetzt setze ich den Fan da rein. Und dann muss ich, glaube ich, für heute Feierabend machen, weil wird jetzt auch ein bisschen spät. Stellen wir fest, da müssen wir ein bisschen drücken, bis die Schrauben da reinpassen. Wie ich das jetzt da drüben machen soll, ich glaube, da brauche ich eine andere Leiter. Mit meiner kurzen Leiter komme ich da, glaube ich, nicht hin. Drücken und Schrauben gleichzeitig. Schauen wir mal. Die ersten zwei Schrauben habe ich drin, aber das sage ich euch. Schwierig. Weil du musst das Teil gut runterdrücken in die Dichtung und gleichzeitig eine Schraube reindrehen. War nicht so einfach. Und auf der anderen Seite brauche ich heute gar nicht weitermachen, weil da brauche ich tatsächlich eine hohe Leiter. Ich muss irgendwie sogar auf das Dach. So wird das alles nichts. So geht's nicht. Ich muss aufs Dach. Wie gesagt, jetzt werde ich mal versuchen, hier die zwei Schrauben noch reinzukriegen. Das ist wirklich... Das ist... Schwierig. Das haben sie nicht einfach gemacht. Aber du musst das so weit runterdrücken, ey. Das gibt's doch gar nicht.
Sinne. Also jetzt bin ich hier doch etwas, ich den Deckel abmachen könnte. Dass man dann besser drücken kann. Da muss ich erst mal gucken. Hurra, sind beide drin. Gott sei Dank. Das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Aber sind drin. So, also mein Lüfter ist soweit fertig. Jetzt muss ich ihn den elektrischen Anschluss machen und das wird auch noch lustig. Weiter geht's. So. So sieht das Ganze jetzt von innen aus. Hier sind meine zwei Kabel, nicht so super lang. Und ich versuche die jetzt hier unten mit anzuschließen an meinem, man kann das jetzt schlecht sehen, aber an meinem Sog. Da habe ich 12 Volt Dauer Plus, weil an die Lampen mit anzuschließen macht wohl keinen Sinn. Oder willst du nicht immer das Licht an haben, nur damit der Lüfter läuft. Aber wie ich da jetzt hinkommen soll, das weiß ich noch nicht. Ich werde hier die Schrauben mal rausmachen und hoffen, dass ich das ganze Ding vielleicht ein Stück vorziehen kann, um das Kabel dahinter dann da runter zu legen. Und vor allen Dingen muss ich es ja dann auch erstmal verlängern. Aber jetzt gucke ich erstmal, ob das geht, was ich mir hier so vorstelle. Also so wie ich mir das vorgestellt oder gehofft hatte, geht es leider nicht. Ich habe die Schrauben hier rausgemacht, aber die Verkleidung ziehst du nirgendwo hin. Und jetzt das alles abbauen hier, habe ich nur keine Zeit mehr zu, muss man auch dazu sagen. Das kann ich mal machen, wenn ich wieder zu Hause bin und eine Woche Zeit habe, weil dann muss diese ganze Wand hier sehr wahrscheinlich raus. Und um das zu machen, muss ich wiederum die Tür ausbauen hier, also brauche ich einen Tag Zeit. Den habe ich jetzt leider nicht mehr. Ich werde jetzt erstmal provisorisch die Kabel außen entlang legen. Darunter, dass der Lüfter läuft. Und wenn ich dann das nächste Mal zu Hause bin, naja, habe ich wieder eine Aufgabe. Ich habe mir jetzt hier meine Kabel verlängert und lege die jetzt erstmal provisorisch an der Wand hier entlang. Darunter. Aber ich habe mir jetzt schon überlegt, währenddem ich das jetzt hier gemacht habe. Ich werde mir wohl im Baumarkt so einen Kabelkanal holen und den mache ich hier dran und dann sieht das auch gut aus und dann ist das okay. Bevor ich hier alles auseinanderbaue, mache ich das mit so einem Kabelkanal. Und das sieht sauber aus und so werden wir das machen. Ich habe mir jetzt also Strom und Masse hier von meinem Sog geholt, weil der auf 12 Volt Dauerstrom läuft und hier mit den guten Vakuumklemmen meine Kabel verbunden und jetzt müsste es gehen. Schauen wir mal. Da sind wir zum Testlauf. Achso, das ist, ich dachte eben, das ist der Lüfter, der so aber das ist nur die Haube, die da auffährt, okay? Also laufen tut er. So ganz schön heftig. Ist die Fernbedienung dabei. Mal gucken, was haben wir denn jetzt hier? Auto. Okay, das ist jetzt Auto. Muss man da erstmal die Bedienungsanleitung durchlesen. Was man hier wie einstellen muss. Eher out, das ist schon mal gut. Ich nehme an, das hier ist eher in. Ja, genau. Drehe andersrum. Right. Also. Wieder eher out. So wird er wohl meistens laufen. Und ich hoffe mal, dass man hier jetzt auch
scheint alles zu funktionieren. So, bevor ich es vergesse, also in der Rahmen, den kann man wieder ganz normal dran setzen. Überhaupt kein Problem. Jetzt hier mit 6 Schrauben dann festgemacht. Die anderen Schrauben waren ja dann, um das Heko zu halten. Und Heki, nicht Heko. Heki zu halten und die brauchst du ja jetzt nicht mehr. Der ist ja jetzt von außen festgemacht. Gut, dann wie gesagt versuche ich das jetzt mal mit der Verdunklung. Also, meine Verdunklung und mein Fliegengitter sind wieder dran, aber frage nicht nach Sonnenschein. Das war wirklich das Schwierigste an dem ganzen Fan-Einbau, war diese Ecke hier hinten. Die rein und raus. Furchtbar. Also wer immer das vorhat, da wird's spaßig. Aber ansonsten ist das Teil jetzt drinne, Gott sei Dank. Mein Fan läuft auch. Jetzt wollen wir mal hoffen, dass das Ganze auch was bringt. Na dann, nachher noch ein kleines Fazit und dann bis zum nächsten Mal. Wie ich schon gesagt habe, ich hatte mir das halt überlegt, das mit so einem Kabelkanal zu machen, weil das ganze Ding hier ausbauen und ich weiß noch nicht mal, wo ich anfangen und aufhören muss. Nee, nur um die Kabel verschwinden zu lassen. Ich habe mir jetzt damit geholfen und ich denke, das ist absolut okay. Also ich kann damit leben. Und so wird es wohl bleiben. So, nochmal eine kurze Zusammenfassung. Für das Teil bezahlt habe ich 330 Euro, Max Fan Deluxe. Und nochmal 17 Euro für eine Tube vom DK Seal. Arbeitszeit würde ich sagen, wenn du kein Päuschen machst, 3-4 Stunden. Das ist, brauchst du nicht hetzen. Was bei mir halt am längsten gedauert hat und mich auch am meisten Nerven gekostet hat, war der Rahmen von der Verdunklung und dem Fliegengitter. Raus wie auch rein, also katastrophal. Und wie soll ich sagen, ich kann das auch nicht wirklich empfehlen, um zu sagen, da geht nichts kaputt. Ich habe jetzt Glück gehabt, dass nichts kaputt gegangen ist. Aber da hätte genauso gut was abbrechen können, weil letztendlich geht es tatsächlich nur mit einer gewissen Gewaltanwendung. Und nicht mit Heitertei. Da musst du schon mal die Augen zu und nicht hinhören, wenn es da knackt und knirscht. Dann, was auch noch, ich will mal sagen, schwierig ist, sind die 4 Schrauben, die den Fan in seinem Gehäuse da oben halten. Da wäre es einfacher, wenn man zu zweit ist, dass eine das Teil runterdrücken kann in diese Dichtung. Und der zweite zieht die Schrauben an oder dreht die Schrauben rein. Also alleine ist es wirklich blöde. Es geht, aber es ist Krampf. Wir haben das Teil im Bad installiert, weil uns das so gesagt wurde. Das würde sonst zu viel ziehen, wenn es da über den Betten ist. Ich habe das Ding jetzt mal laufen lassen und über den Betten das Fenster aufgemacht. Höchste Stufe hier, also dann hast du einen Luftzug da hinten? Ja, aber eine richtige Abkühlung in dem Sinne würde ich sagen, ist es nicht. Also müssen wir erstmal gucken, wie effektiv das Ganze jetzt ist. Das heißt nicht, dass ich das nochmal umbaue. Das bleibt. Das steht fest. Also nochmal tue ich mir das mit diesem Rahmen nicht an. Und ja, eine Fernbedienung ist dabei, die allerdings Infrarot, das heißt, die geht auf Sichtlinie. Und da ist die in dem Bad natürlich relativ zweckfrei, weil du musst eh ins Bad und das Ding direkt auf den Lüfter halten, sonst funktioniert sie nicht, dann kannst du auch gleich die Knöpfe drücken. Sinn macht die an sich nur, wenn du das Teil, wie gesagt, jetzt sagen wir über den Betten hätten wir das installiert, würden hier sitzen, dann könnten wir das schön von hier steuern, das geht nicht. Das geht noch nicht mal von hier zum Bad, du musst tatsächlich aufstehen, musst ins Bad gehen und das machen. Das sollte man also auch wissen. Mit meinen Kabeln, wie gesagt, also das war mir jetzt wirklich die Arbeit zu viel. Die ganze Rückwand da raus, nee, mir diesen Kabelkanal geholt. Sieht okay aus, die Chefin hat es abgenommen.
und als für in Ordnung erklärt, also ist alles gut. Und ja, jetzt hoffen wir mal, dass das nicht umsonst war, sondern tatsächlich auch was bringt. Aber dass er jetzt auch schon richtig warm ist, werden wir das merken. Na dann, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.